Willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Y. Wir befinden uns hier in einer, ja, steinmäßigen Stadt. Mir fällt der Name jetzt mal wieder nicht ein. Ich muss auch echt sagen, bei diesem Spiel kann ich mir die Stadtnamen, dieses Französische und so, das macht es mir extrem schwierig, mir den Stadtnamen zu merken und werde ich wahrscheinlich auch im ganzen Spiel nicht lernen. Hier ist auf jeden Fall das Fossilienlabor. Und schauen wir mal, was die uns hier zu erzählen haben. Solltest du jemals in den Besitz eines Pokémon namens Ginnesect gelangen, lass es mich wissen. Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Wer zu mir ins Fossilienlabor kommt, hat meistens selbst ein Faible für Fossilien. Geht so. War das schon alles? Ja, das war alles. Das war alles, was er mir zu sagen hat. Na dann. Oh. Die gute Nachbarin. Einen Augenblick. Herzlich willkommen, zukünftige Archäologen. Euch führt wohl auch die unwiderstehliche Anziehungskraft der Fossilien her, stimmt's? Ich heiße Serena und das hier ist Chris. Verzeiht, dass wir dich so überrumpeln, aber weißt du zufällig irgendwas über das Thema Mega-Entwicklung? Oh, hallo, ihr müsst Professor Platans Schüler sein. Ich habe schon von euch gehört. Ich würde euch zu gerne helfen, doch ich weiß leider nicht viel über die Mega-Entwicklung. Nur, dass sie irgendwie mit mysteriösen Steinen in Zusammenhang steht. Da ihr jedoch Schüler des Professors seid, wisst ihr bestimmt einiges über Fossilien, oder? Oh, klar. Sehr gut. Von Professor Platans Schülern hätte ich auch nichts anderes erwartet. Wie ihr wisst, sind Fossilien Überreste prähistorischer Pokémon. Wenn ihr mit eigenen Augen welche sehen wollt, solltet ihr bei der Ausgrabungsstätte vorbeischauen. Hm, verstehe. Hier erfahren wir offenbar auch nichts Neues über die Mega-Entwicklung. Moment, wäre es nicht denkbar, dass Pokémon, die sich aus Fossilien zurückverwandeln lassen, etwas mit der Mega-Entwicklung zu tun haben? Wenn ja, dann kann euch der Assistent in der Leuchthöhle bestimmt Auskunft darüber geben. Hm, ein Versuch ist es wert. Wo wir nun schon mal hier sind, könnten wir auch gleich bei dem Assistenten vorbeischauen. Was sagst du, King C? Wollen wir zur Leuchthöhle aufbrechen? Ja. Scheinbar. Ganz offensichtlich. Wenn sie das so meint? Ja. Wo ist denn die Leuchthöhle? Das ist die andere Frage, ne? Was ist das hier? Ja, wir können ja erstmal gucken, wo wir hier entkommen. Zumindest lässt man uns hier durch. Das ist doch schon mal nett. Rihornpass. Aha. Ach. Ach. Na, das ist ja mal was. Wir reiten ein Rihorn. Wie Mama. Sozusagen. Oh, kommen wir da dann auch durch? Ist das jetzt Zufall, dass da ein Kampf ist, oder hat das was mit dem Stein zu tun? Huch, ein Iguana, dass du beinahe über was? So schnell konnte ich mal wieder nicht lesen. Auf Level 16. Das ist ja schon. Das ist ja schon ein bisschen was. Wir benutzen die Kraftquelle wie immer. Ja, und es ist sehr effektiv. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Das passiert. Ich weiß wieder mal nicht, ob ich hier richtig bin. Okay, das kann man doch kaputt machen. Ich wollte gerade sagen, das muss doch irgendwie. Aber schneller laufen kannst du nicht oder so, ne? Nö. Das hier bitte kaputt machen. Kann ich hier absteigen? Ja, okay. Ja, leider ein bisschen ungünstig platziert, das Rion. Bom, 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 bom. Ach, wie umständlich. Ach, wie umständlich. Aber gut, was soll's. X-Abwehr. Ja, ist wieder so ein Item für einen Kampf. Kannst du eigentlich ganz gepflegt knicken. Braucht kein Mensch. Also ich habe ja Pokémon Rot und Silber, beziehungsweise Rot und Gold durchgespielt und ich habe sowas nie gebraucht. Tatsächlich nie. Hoch, ein Hippotas. Hippotas, habe ich das richtig gelesen? Dass wir beinahe zertrampelt hätten. Hippopotas. Der Sandsturm wirkt. Mal gucken, ob er die Kraftwelle überlebt. Wenn ja, können wir das ja fangen. Ja, tatsächlich. Auch für dieses Pokémon hätte ich theoretisch einen guten Namen. Aber dann müsste ich dieses Hippopotas ja ins Team nehmen. Und ich weiß echt nicht, ob das ein gutes Pokémon ist. Weiß ich nicht. Ich meine, das kann man wirklich nur schwer sagen. Ich
kann ja jetzt echt nur, ich kann ja nur auf das Pokémon gucken, gucken, wie das aussieht und dann, ne, mir meinen Teil dazu denken. Jetzt wollte ich das Pokémon gerade wechseln, Beutel. Bälle, Superball, mein Hippopotas. Gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Ja, okay. Wie gesagt, es ist echt schwierig mit den Namen, weil die Pokémon sehen alle so komisch aus. Da weißt du echt nicht, was du nehmen sollst. Ich benutze übrigens, ich habe ja so eine Liste gemacht und ich nehme die Namen relativ random, ich gebe es zu. Es bedeckt sich mit Sand, um sich vor Keimen zu schützen. Es mag es gar nicht, wenn es nass wird. Ja, wer mag das schon? Ja, ich benutze die Namen eigentlich relativ random. Dich nennen wir LP Sino. Ja, nicht den falschen Knopf drücken und dann läuft das auch. Wunderschön. Hat geklappt. Klasse. Ab in Box 1 mit dir. Ey, wie viele Pokémon haben wir eigentlich schon gefangen? Das sind doch schon einige. Ich fühle mich sehr fleißig. Auch wenn ich sagen muss, dass das hier mit dem Rion wieder ein bisschen... Ja, ist sehr langsam, ne? Es ist schon ein bisschen langsam. Ein Paraheiler. Hat sich das gelohnt? Hat sich das denn jetzt gelohnt, den Umweg zu gehen für ein Paraheiler? Möchten wir nicht drüber sprechen, ne? Bom, 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 bom. Ich und mein Rihorn. Ich und ein Panzer, den ich versuche zu steuern. Wer ist denn da? Aber vorher noch ein Zufallskampf. Woo! Oh, das ist gut. Das ist gut, weil das haben wir schon. Das brauchen wir nicht fangen. Wir können einfach weggehen. Ah, okay. Ich habe doch keine Probleme zu wissen, ob ich ein Pokémon schon gefangen habe. Das sehe ich gerade oben rechts. Könnt ihr daneben ein Pokéball-Symbol sehen. Und das bedeutet, wir haben dieses Pokémon schon gefangen. Das ist klasse. Weil ich echt ein bisschen Bedenken hatte. Oh, das macht um. So. La, 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 la. Absteigen, das könnte doch die Leuchthöhle sein, oder? Und wer bist du? Willst du nicht mit mir reden? Ich werde dein Pokémon-Team mal ordentlich aufpäppeln, Trainer. Das ist nett. Du hast es doch sicher dank der Pokémon an deiner Seite bisher geschafft, Trainer. Ja, schon. Leuchthöhle? Leuchthöhle. Na, da sollten wir hin. Tipps für Trainer. Das Item Fluchtseil ermöglicht es einem Menü, aus einer Höhle zu entkommen. Ja, ist geil. Hier verläuft man sich recht leicht. Es ist daher empfehlenswert, sich Schritt für Schritt voranzutasten. Ach, halt die Klappe, Mann. Ich bin ein absolutes Brain, wenn es um Wege geht. Oh, geil. Wie geil ist das denn? Wow. Wie geil ist das denn? Ein 3D-Dungeon in Pokémon. Das ist mal was Neues. Und wir haben... Wieso haben wir jetzt hier einen Pokémon-Kampf? Wieso ist da ein Loch und warum ist dann ein Kampf? Ein wildes Lunastein erscheint. Oh, ist das ein Gesteins-Pokémon? Dann dürfte Kraftwelle ja eigentlich... Weiß ich gar nicht. Dürfte ziemlich effektiv sein, oder? Hab ich nicht alles täuscht? Nee, nicht ganz, aber... Immer noch gut. Lunastein ist paralysiert. Das kann ich angreifen. Das sieht cool aus. Finde nur ich, dass es cool aussieht. So dieses Mond-ähnliche... Ich stehe halt auf dem Mond. Irgendwie ein bisschen. Ich finde den Mond cool. Psycho ist es auch. Es ist Psycho-Gestein. Oh, ich bin so ein bisschen in Versuchung, das als Team-Pokémon zu nehmen. Aber das... Würdet ihr mir das verzeihen, wenn das ein Team-Pokémon wird? Oh, ich würde am liebsten sagen, lasst uns abstimmen. Aber ich habe eigentlich vor, ein bisschen was im Voraus aufzunehmen. Und dementsprechend ist es schwierig, da jetzt eine Gemeinschaftsentscheidung zu machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich weiß es echt nicht. Happy versucht, Windhose zu erlernen. Ja, das lenkt mich erstmal ein bisschen ab. So, schauen wir mal, was die Windhose ist. Ist eine Drachenattacke. Okay. Trifft Ziele in der Umgebung mit einem heftigen Wirbelsturm, was diese eventuell zurückschrecken lässt. Happy versucht, Windhose zu erlernen. Ja, bitte. Ich glaube, die Windhose nehme ich. Dafür kommt der Sandwirbel weg, denn, ne, wissen wir ja alle, sowas nutze ich nicht. Also, fucking Wayne, erlernen wir halt die Windhose.
Lilia erreicht Level 20, das ist sehr schön für Lilia. Für Lunastein wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Und was kann das Lunastein jetzt hier Schönes? Wurde erstmal vor 40 Jahren bei einem Meteoritenkrater entdeckt. Sein Blick wirkt einschläfernd. Gestein Psycho. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich geil. Ich finde es ziemlich geil, ja. Und wir benennen das erstmal nach. Ja komm, wir benennen dich nach einem netten Abonnenten namens Brickley oder Brickley. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie man dich ausspricht, mein Lieber. Allerdings ist es doch irgendwo egal. Wahrscheinlich siehst du das hier sowieso nicht. Brickley. Mit einem P hinten dran. Nein, eigentlich nicht. So, und da könntet ihr mir auf jeden Fall mal schreiben, ob dieses Pokémon jetzt tatsächlich so cool ist, wie ich denke. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr mir auch gerne sagen, nimm es mit in dein Team, Wollo. Denn das macht Sinn. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Pokémon-Kampf hatte, weil da ein Loch war, oder? Doch, das hat was mit diesem Loch zu tun. Definitiv. Boah, mach Rollo. Wahnsinn, das wollen wir eigentlich auch haben. Natürlich. Jetzt natürlich dumm, hier mit ihm hier weiter zu kämpfen. Deswegen mache ich mal Ruckzucki. Vielleicht das bringt das... Ja, egal. Karate-Schlag, was soll das jetzt groß machen? What the fuck? Ach so, das war ein Volltreffer. Ich dachte schon. Das ist ein bisschen sehr... sehr kräftig. Okay, aber die Kraftwelle bringt auch auf jeden Fall mehr als der Ruckzucki. Und Mirror ist down. Ja, gut, das Leben ist hart. Muss man durch. Es kann immer schlimmer kommen. So, ich würde sagen, das macht Igas... Danisch, muss er einfach nur dastehen. Mehr musste ja gar nicht. Ich schmeiß ja gleich den Ball. So, Beutel. Bälle. Super Ball, von dem wir auch nur noch 7 Stück haben übrigens. Die gehen mir langsam aus. Ich hätte vorhin einkaufen sollen. Ich habe es nicht getan. Warum habe ich es nicht getan, weiß ich nicht. Ich dachte, es ist nicht unbedingt nötig. Aber das Fossilien-Pokémon, das wir bekommen, soll auch relativ gut sein. Oh Mann. Ich bin da krass im Zwiespalt. Mach Rollo, Eintrag, danke. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln. Auch wenn es nur so groß wie ein Menschenkind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Das ist schon kräftig. Vor dem Ding musst du Angst haben. Vor dem Ding musst du richtig Angst haben. Wir nennen dich mal nach dem Mushroom Warrior. Einfach weil Kämpfer. Und ich nenne dich jetzt aber nur Mushroom, weil Warrior würde sowieso nicht mehr reinpassen. So viel dazu. Okay, Mushroom wurde in Box 1 geschickt. Krass. Ich muss gleich nachher, nach dem Part, erstmal die ganzen Namen wieder abhaken. Das wird gar nicht so einfach, ey. Muss man sich erstmal merken, was man da alles schon genommen hat. Ich muss mal eventuell einfach mal offscreen in die Box gucken. Und mal abchecken, was hier überhaupt los ist. Ich hoffe, ich verirre mich nicht. Gehe ich jetzt zurück? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich gerade zurücklaufe. Das wäre aber auch nicht so schlecht, weil dann könnten wir Mirror nochmal heilen. Naja, wir werden es ja gleich sehen, ob wir auf welcher Seite wir rauskommen. Ja, das ist der Rihorn-Pass. Ganz klasse. Sehr gut gemacht. Okay, damit haben wir uns schon einmal komplett verlaufen. Nicht so gut. Das sollte trotzdem machbar sein. Hä, war das vorhin auch da? Boah, ein Rihorn. Ja, ein Rihorn wollen wir auch haben, klar. Ein Rihorn wäre auch an sich so... wäre auch etwas, was ich tatsächlich mit ins Team nehmen würde. Was ich mir vorstellen kann. Sehr effektiv, ja. Wenn das jetzt... ja, ist klar. Wenn das jetzt nochmal so gut trifft, dann könnte es down sein. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns das mal an. Könnte aber auch ganz knapp... ja, ist egal. Wie gesagt. Es muss auch nicht zwingend jedes Pokémon gefangen werden. Schon wieder Jungluten-Level, ey. Oh. Entweder ich nehme den gleich mal aus dem Team oder... ja, weiß ich auch nicht. Wieder ein Pokémon-Kampf. Oder ist das einfach... ja, das sind ja keine Löcher. Das sind auf jeden Fall Pokémon-Kämpfe. Ist jetzt halt nur die Frage, muss ich gegen den kämpfen? Ist das meine Pflicht oder ist das freiwillige Basis? Ich versuche mal zu fliehen. Ich bin entkommen.
Kann ich da jetzt trotzdem weitergehen? Ja, kann ich trotzdem. Okay. Das ist ja ganz schön. Jetzt ist die Frage, wo landen wir, wo kommen wir hin? Ich meine, in 3D ist das noch undurchsichtiger, als wenn es von oben wäre. Den haben wir schon, das ist geil. Können wir auch fliehen. Sehr schön. Aber sozusagen gibt es dann ja hier keine Zufallskämpfe. Ist auch nicht schlecht. Mal so komplett ohne Zufallskämpfe. TM65, Dunkelklaue. Okay, immerhin etwas hier in der Leuchthöhle gefunden. So, jetzt ist die Frage, ich glaube, hierhin würde ich zurückgehen. Ja, das ist meine große Schwierigkeit, mein Riesenhandicap. Ich glaube, wenn so lange hier nichts kommt, dann... Ich weiß es nicht. Ich kann mir einfach verdammt nochmal nicht merken, von wo ich komme. Ich kann... Na, okay, hier ist ein neues Pokémon auf dem Weg, das bedeutet, das muss ein... Muss zwingend ein anderer Weg sein. Oh, Knogger, Tragosso, Entschuldigung. Knogger wird aus dir. Ja, Tragosso will ich... Das ist der Wahnsinn, ey. Fast nur die alten Pokémon. Ist ja viel zu geil. Das hältst du ja... Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, kannst du sagen. Nur die geilen alten Pokémon in diesem Spiel. Ja, einige haben auch schon gesagt, es wäre nicht so schlimm, wenn ich ein komplettes altes Pokémon-Team benutzen würde. Aber... Nee. Muss ja auch nicht sein, ne? Es muss ja nicht sein. So. Bei den fangen würden wäre schon ganz geil. Ich überlege schon wieder. Wer könntest du denn bitte sein? Ja, wie gesagt, ich nehme die Namen sowieso ein bisschen random. Von daher, seid mir bitte nicht sauer, wenn ihr nicht ein bestimmtes Pokémon seid, das ihr gerne gewesen wärt. Einige schreiben mir auch, sie wollen das und das Pokémon sein, Leute. Der ist wahnsinnig. Es trägt immer den Schädel seiner verstorbenen Mutter. Darum weiß niemand, wie sein Gesicht aussieht. Das ist einfach auch komplett creepy. Ey, sowas Creepiges. Du wirst Mundo. Ich finde, das passt sogar, wenn Mundo auf den Dämon Mundo anspielt. Dann ist das ja genauso creepy, wie wenn jemand den Schädel seiner toten Mutter auf den Kopf trägt. Irgendwie schon. Okay, hier kommen wir raus, oder was? Hier kommen wir zumindest woanders hin. Nanu. Aber, wen haben wir denn da? Einen neugierigen Trainer, der hier bei uns einfach so herumschnüffelt? Habe ich recht? Jetzt hör mal gut zu. Wir vom modischen Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Unser Ziel ist, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand sonst. Uns ist völlig egal, was dabei aus anderen Trainern und Pokémon wird. Verschwinde, du weißt doch sicher, dass man nicht mit dem Feuer spielen sollte. Nö. Mir hier an dir meinen feinen Zwirn schmutzig zu machen, ist zwar nicht die gepflegte Art, aber ich räume dich jetzt schon aus dem Weg. Los, Handaster, Hunduster, lass die Fetzen fliegen. Okay, das ist also das Team Rocket, sozusagen. Team Flair. Hat ein cooles Team, oder? Würde ich jetzt mal schon so sagen. Die Mucke ist geil. Hey Mirror, paralysiere ihn, hau ihn um. Sehr effektiv, mit einem Schlag besiegt. Wunderbar, was willst du mehr? Das war natürlich Glück, aber soll mir recht sein. So, Level 22, okay. Ja, ja, ist klar. EP-Teiler, erst rein. Zubat, brauchen wir das Pokémon auch nicht für wechseln. Können wir auch ganz gepflegt so weitermachen. So, die Kraftwelle, die rettet uns einfach durch alles, ne? Das ist, oh. Okay, nicht so effektiv, aber paralysiert, immerhin. Erstauner. Bringt ja auch nicht großartig was. Ich würde sagen, wir wechseln das Pokémon sogar, weil es bringt so wenig. Lassen wir mal Wollo ran. Der kann da zwar auch nichts großartig reißen, was effektiv wäre, aber immerhin ist es nicht effektiv. Das ist ja auch schon was. Ja, flügel du mal rum.
Das ist mir egal, Aquaknarre, gib ihm. Wobei Blubber, glaube ich, sogar stärker ist. Wie auch immer, ich werde gleich mal Blubber einsetzen, auch wenn es nicht stärker ist, wie es nämlich egal. Wir werden nämlich definitiv gewinnen. Außerdem sieht schön aus. Oh ja. Zubat wurde besiegt. Schön. Du besiegst Rüpel. Ja, ja. Ich habe verloren und werde mich jetzt gepflegt verkrümeln. Nichts für ungut. Ja, hau rein. Ich weiß gar nicht, was ihr hier wollt. Was ist denn hier? Wow, Mirror entwickelt sich. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Da haben wir unser Lucario. Oder? Ist doch die nächste Stufe davon. Wunderbar. Glückwunsch, der Mirror wurde zu einem Lucario. Das erinnert mich jetzt so an Smash Bros. Brawl. Weil da ist Lucario. Ja, eigentlich ein sehr guter Charakter, ne? Sieh einer an, dafür, dass du noch grün hinter den Ohren bist, gibst du einen tollen Trainer ab. Aber freu dich bloß nicht zu früh, schließlich bin ich ja nicht das einzige Mitglied von Team Flair. Na dann. Und die sind jetzt alle hier, oder was? Ich würde auf jeden Fall sagen, egal Leute, wir sehen uns erstmal im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem und seid wieder dabei. Bis dann und ciao.